Heute verdienen wir Geld mit KI, 100 Euro am Tag bis 1000 Euro. KI ist aber nur ein kleiner Teil davon. Wir bauen unser eigenes Produkt mit KI. Wir verkaufen das. Wir haben gleichzeitig noch Affiliate-Einnahmen. Wir sammeln gleichzeitig noch gratis E-Mail-Adressen ein und machen richtig fett Kohle. Und ich setze einfach mal die echte Sonnenbrille ab, weil ich kann damit nicht sehen. Also, du bist auf meinem YouTube-Kanal, Michael Kotze von 0 auf 6 stellig. Hey, Support ist kein Mord. Der Algorithmus freut sich natürlich über Kommentare, Likes und teile das Video auch gerne an Freunden oder speichere es dir ab. So, also, erste Sache. Dann ungefragt TV gerne vorbeischauen. Das letzte Video hat fast 2000 Aufrufe und ja, dort reagiere ich auf allgemeine Themen. So, was machen wir jetzt? Also, ich habe ja gerade gesagt, wir brauchen ChatGPT. ChatGPT ist das Erste, was wir brauchen. Und was wir machen ist, wir erstellen ein E-Book-Report. Und den verkaufen wir zum Beispiel auf so eine Seite. Und ich zeige dir halt, wie du dieses Vorschaubild halt vernünftig hinbekommst. Die Texte. Dann, wie du das halt auch automatisiert verkaufst. Also die Zustellung des E-Books wird auch automatisiert passieren. Wir machen auch ein bisschen Werbung dafür. Zum Beispiel hier vorne wird überall Werbung gemacht, auf Pinterest zum Beispiel. Und was wir dann auch noch machen, ach, das zeige ich euch jetzt alles mal. Okay, wir brauchen erstmal ein Produkt. Für das Produkt gehen wir vielleicht erstmal, um eine Nische zu finden, zum Beispiel auf Digistore. Das ist mein Demokonto. Selbst mit meinem Demokonto habe ich vor ein paar Jahren schon Geld verdient oder so. Und da habe ich ein, zwei Produkte promotet. Also wir gehen auf den Marktplatz und suchen uns eine Nische aus. Und das Tolle ist, du kannst es in jeder Nische machen. Und wir können das dann halt auch sag ich mal so, duplizieren. Ne? Also du kannst rein theoretisch 10 E-Books am Tag rausbringen und sehr, sehr geil. Und wir brauchen nicht Amazon und. So, was machen wir jetzt? Wir gehen einfach mal heute auf Verdienst pro Chatbesucher. Gucken wir mal, ob wir was Tolles finden. Machen wir was. Click Summit Software, Kongress Software, okay. Verdiene Lifetime, okay, das ist eine Kongress-Software. Werden wir da sofort angenommen? Okay, bestätigen. Verkaufsseite anschauen. Immer, ob alles funktioniert. Schaut so aus, ne? Sieht gut aus. Mein Kongress, bla bla bla. Okay, also machen wir zum Beispiel ein E-Book, hey, Geld verdienen mit Online-Kongressen. Ne? Was haben wir hier? Veröffentliche schnell wunderschöne Online-Summits. Okay, also das Produkt wollen wir promoten und wir verdienen damit rein theoretisch, das ist einmalig oder ein Abo, 148 Euro. Das ist schon mal ganz cool. Jeden Tag davon ein Ding verkaufen und so. Okay, was machen wir? Wir gehen zu ChatGPT und sagen, hey, erstelle mir ein PDF-Report zum Thema mein erster Online-Kongress. So, jetzt wird das hier erstmal die Struktur gemacht. So, jetzt haben wir hier die Struktur rein theoretisch. Danksagung, Durchführung, Ablauf eines Kongresses, Auswahl der Plattform und. Datum, Name, Deckblatt und so weiter. Inhaltsverzeichnis. Jetzt können wir dann halt sagen, hey, ach, er macht sofort auch den Kongress. Wir analysieren das noch. Okay, jetzt machen wir das halt so. Jetzt schreiben wir dann zum Beispiel, wenn wir dann halt die gute Struktur haben, die da auch zu passt, sagen wir, hey, macht dann halt wieder, hat er jetzt das hier als Download, sofort fertig. Oder wir sagen, hey, mach hier bitte alles nochmal Fülltext rein. Wir können uns das mal anschauen, ob das PDF schon ganz gut ist. Hier mal ganz kurz drauf. Reicht das schon? Das ist ein bisschen wenig, ne? Also ich würde sagen, hey, mach da einfach noch ein bisschen Fülltext. Ne? Zum Beispiel schreibe in jedem Kapitel noch 800 Wörter Fülltext. So. Jetzt schreibt ihr das und jetzt machen wir eine Sache. Ne? Also wir nehmen uns ein leeres Doc-Dokument und das sieht dann halt zum Beispiel so aus, wenn wir jetzt hier vorne bei dem Muster bleiben, füllen wir das dann halt einfach in ein leeres Doc-Dokument rein. Ne? Also, und was machen wir dann?
Also wenn ich jetzt dann halt hier den Text reingefügt habe, dann brauchen wir noch ein Vorschaubild. Ne? Also was haben wir jetzt? Dann gehen wir jetzt zu Canva und sagen, hey, E-Book zum Beispiel. Und oft sind die E-Book-Vorlagen, da habe ich jetzt E-Book, ich sehe nichts wegen meinem Monitor, wegen meiner Dings. So, jetzt suchen wir uns hier ein Cover, was dazu passt. Und ich nehme zum Beispiel das hier. Vorlage anpassen. Jetzt passe ich das natürlich an zum Thema Online-Kongress. Ne? Also ich kann hier vorne meinen Namen reinpacken, den Text und so weiter. Ne? Dürfte ja überhaupt kein Thema sein. Ne? Das dürfte der eine oder andere ja auch wissen, wie das halt geht. Ich klicke da drauf und sage dann halt mein erster und dann bla 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 bla. Dann habe ich mein E-Book-Cover schon fertig. Hier oben mache ich noch meinen Namen rein. Hier vorne vielleicht noch eine Domain und so. Jetzt ist es aber immer noch kein Cover, was wir hier brauchen für Dings. Dann lade ich mir das jetzt hier runter. Download. Mache ich ruhig als normale Version. Da. Jetzt gehe ich auf smartmockups.com. Alle Links packe ich dir im ersten Kommentar rein. Und bei Smart Mockups gehen wir hier, melden wir uns an. Achtung, das ist gratis, ne? Völlig gratis. Wir gehen auf Books, wenn wir uns angemeldet haben. Dann gehen wir hier auf Free. Und dann sehen wir zum Beispiel dieses E-Book-Cover hier. Da gehe ich mal ganz kurz wieder rüber. Das ist dieses hier. Das wähle ich aus. Und dann habe ich dieses E-Book-Cover und jetzt können wir hier vorne unser Cover und die Seite und so auswählen. Entweder können wir einen Link reinpacken zum Bild oder ein Cover hochladen. Wir laden das jetzt hoch. Was wir gerade runtergeladen haben, das ist dieses hier. Und dann haben wir unser E-Book schon fertig. Und das ist so einfach. Und dann laden wir das herunter. Wir können natürlich die Frontseite auch noch designen. Hier vorne stehen auch die Maße drauf oder so, wie wir das erstellen sollen für Canva. Aber oft reicht das natürlich schon und es ist ein cooles Cover. Dieses laden wir runter, packen wir uns dann hier rein. Und dann haben wir dieses, das hat zum Beispiel 33 Seiten, dieses Buch. Ne? Also, was natürlich noch ist, am Ende könnt ihr dann halt noch ein paar Vorlagen machen, je nachdem, Kongressvorlagen, Tools und so weiter. Und wir wollen ja eigentlich dann halt in unser E-Book diese Software reinpacken. Da können wir natürlich im Text, können wir da noch ein bisschen was reinpacken oder so. Und wir haben ja diesen Link, dieser hier zum Beispiel. Den könnten wir jetzt auch zum Beispiel hier vorne irgendwo reinpacken. Ne? Also ganz normal hier, hey, kauf die Software und wir packen unseren Link hier rein oder so. Was aber auch ganz gut geht, ist, dass wir dann halt unter Tools, ist das, wo ist das? Oder einen Moment, ich muss aber so, ich mache es ja auch nicht so oft. Aber wenn man das halt ein paar Mal am Tag macht, Kopf- und Fußzeile unter Format. Und dann können wir die anwenden. Und dann haben wir hier vorne eine Fußzeile. Da. Und dann könnt ihr hier vorne rein. Sicher dir die beste Software für deinen ersten Online-Kurs. Packen wir rein und dann schreiben wir hier. Klick hier. Ich sehe die Tasten nicht. Hier, so. Und dann packen wir das dann halt. Den Link hier rein, ganz wichtig, immer den Affiliate-Link vernünftig anwenden. Und jetzt haben wir das auf jeder Seite, haben wir dann halt diesen Link. Wir können das natürlich noch ein bisschen anpassen. Zum Beispiel können wir sagen, hey, wir wollen das ein bisschen mittig haben und so, damit es ein bisschen optisch gut aussieht. Und auf jeder Seite ist jetzt unser Affiliate-Link für die Software, die wir verkaufen wollen. Also das ist schon mal gemacht. Wir können natürlich auch ChatGPT sagen, hey, schreib gerne unter Software, die wir benutzen, einen Artikel zu dieser Software. Wir nehmen uns dann halt die Information von der Startseite hier. Und rein theoretisch haben wir dann unser E-Book schon fertig. Impressum noch drauf und so weiter. Ich würde schon das E-Book sehr lang machen. Also 33 Seiten ist da schon gut. Und dann nochmal durchlesen, ob da große Fehler drin sind und, und. Aber im Großen und Ganzen haben wir dann ein Buch, was so strukturiert ist. Wir haben ein schönes Vorschaubild, weil wir das ja uns hier erstellt haben und können es dann hier runterladen. Ja, da ist vom Design, der muss da halt ein bisschen rumfuchteln. Ne? Was machen wir jetzt? Ich habe jetzt gerade gesagt, hey, wir packen dann halt das zum Beispiel bei Digistore rein, um dann halt Verkäufe zu generieren. Wie machen wir das? Wir gehen hier bei Digistore bei Vendoren hin. Dann gehen wir hier vorne bei Vendoren unter mein Konto. Dann können wir hier vorne ein Produkt anlegen. Dann können wir hier vorne Produkt, neues Produkt anlegen. Dann machen wir hier vorne
Kongress, ne, E-Book, wir suchen uns vielleicht auch einen Titel aus und sagen dann halt, hey, ChatGPT, gib mir mal 20 verschiedene Titelideen für das E-Book, ne? Können wir natürlich auch noch machen. Wir speichern das hier vernünftig ab. Was wichtig ist, ist, wir machen hier eine Affiliate-Provision rein. Wir machen eine Affiliate-Provision rein von mindestens 50% bis zu 100%. Weil was ist der Vorteil? Wir machen hier, wenn wir zum Beispiel 80% Affiliate-Provision geben, haben wir die Möglichkeit, dass sehr viele Affiliates sich über den Marktplatz, wir listen natürlich das Produkt später auf dem Marktplatz, sich anmelden und die promoten das Buch für dich. Und du willst ja gar nicht so viel Geld mit dem Buch verdienen, sondern du willst ja eigentlich, dass die Leute hier den Link klicken für die Software. Also weil das richtet sich ja dann halt je nach Nische an jetzt in dem Fall Leute, die ihren ersten Online-Kongress machen und wir wollen, dass die Leute ja die Software kaufen. Ne? Wir können hinten noch ganz viele andere passende Tools reinpacken, E-Mail-Marketing-Software und. Aber hier packe ich jetzt erstmal nur einen Link rein. Also können wir ja aussuchen, zum Beispiel mindestens mal 50%. Ich würde zwischen 50% und 80% den Affiliate als Provision geben. Dann können wir hier vorne eine Verkaufsseite reinpacken. Also diese Verkaufsseiten habe ich alle mit Optimize Press erstellt. Das geht sehr, sehr schnell. Auch die Texte habe ich mit ChatGPT erstellt. Da habe ich dann gesagt, hey, also unter diesem E-Book-Report, wenn der dann fertig ist mit dem Fülltext, hey, schreibe mir dann halt für meine Landingpage 5 Bullet Points auf und so weiter, je nachdem, wo was hinkommt. Und das ist alles mit ChatGPT geschrieben, die ganzen Texte. Was als nächstes? Wir speichern das einmal ab. Wir haben ja jetzt hier vorne dann zum Beispiel unsere Verkaufsseite drin. Auch unser Bild können wir natürlich dann später hochladen. Dann speichern wir das kurz ab. Okay, hier müssen wir noch Produkttyp ist. Ein E-Book. Ich akzeptiere es. Was machen wir jetzt? Wichtig ist Zahlungspläne. Da suchen wir uns den Preis aus. Und jetzt können wir überlegen, machen wir das Ding sehr günstig für 99 Cent. Dann hat der Affiliate jetzt keine Provision oder so, aber wir können das natürlich auch irgendwas für 10 Euro bis 29 Euro locker verkaufen. Das heißt, wir verdienen damit sogar noch, wenn wir 50% Provision verdienen, verdienen wir noch 10, 20 Euro, je nachdem, was wir dafür Provision geben, ob wir das Einzel verkaufen oder der Affiliate verkauft, das verdienen wir einfach noch richtig gut Geld. Das ist eine Taktik. Suchen wir alles noch aus. Was machen wir jetzt noch? Hier ausliefern ist sehr, sehr wichtig. Wir laden hier in diesen Download-Tresor, laden wir Datei hinzu und hier kommt der interne Name rein und dann können wir in unser E-Book, was wir dann halt zum Beispiel, wenn wir dieses E-Book hier nehmen, wir gehen dann halt hier auf Datei, Datei herunterladen als PDF und diese Datei, die dann halt fertig ist, also wir haben ja unser fertiges E-Book als PDF, wo auch die Links anklickbar sind. Wenn ich da jetzt draufklicke, funktioniert das und wir kommen auf diese Seite und auch der Cookie und alles funktioniert. Also das ist sehr, sehr wichtig. Diese Datei packen wir dann halt hier in den Download-Tresor rein. Und der Vorteil ist, wir brauchen das einmal hochladen und dann nochmal auswählen, mache ich jetzt nicht. Der absolute geniale Vorteil davon ist, dass der Kunde kauft das Produkt und bekommt das E-Book sofort ausgeliefert. Übrigens funktioniert das fast genauso über Copecard. Du könntest das Produkt bei Digistore, Copecard und auch so die ein oder andere Plattform draußen bewerben. Hat einen Vorteil, dass du das auf jeden Marktplatz hast und Affiliate-Adressen sammelst. Okay, wir haben jetzt unser E-Book erstellt, wir haben ein tolles Bild erstellt, wir haben das E-Book runtergeladen und verkauft. Bei Digistore musst du das Produkt noch genehmigen lassen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ne? Aber rein theoretisch haben wir das fertig. Und wir können dann auch hier unter Bestellformular, wir können hier auch ein Produktbild hochladen, das was wir gemacht haben vom E-Book und können auch mal das Bestellformular da ein bisschen Text reinmachen. Selbst das können wir mit ChatGPT, schreibt mir dafür für die Verkaufsseite einen kleinen Text. Ne? Also schreibe mir für die Bestellseite einen Text. Das E-Book kostet 29,95 Euro und hat 33 Seiten. So. Also gemacht, ja, so, das ist jetzt die Mindestanzahl und dann schreibe ich das einfach abschicken, fertig ist das und schon hat er dann hier vorne den Titel, mein erster Online-Kongress und den Preis da rein, Seitenanzahl,
Dann hat er dann halt, was findest du in dem E-Book und so weiter, weil er hat ja die ganzen Informationen und rein theoretisch, das brauchen wir jetzt nicht. Sicher dir das Exemplar und das Ding hier können wir einfach hier vorne bei Digistore reinpacken. Und dann haben wir unseren ganzen Text für ein Bestellformular und natürlich auch hier vorne kommt dann unser Bild. Und das speichern wir ab und dann lassen wir das einfach genehmigen. So, was machen wir jetzt? Wir brauchen diese Landingpage. Dafür habe ich Optimize Press. Den Link packe ich dir auch unten rein. Das geht jetzt ein bisschen zu weit, wenn ich dir Optimize Press noch alles erkläre oder so. Aber diese Seiten sind sehr einfach und die kannst du dann halt Optimize Press kannst du auf deine eigene Domain installieren. Und es ist sehr günstig zum Vergleich zu vielen anderen Landingpage-Baukasten. Und das Ding sieht einfach auch gut aus. Ne? Und ja, da klickt man dann drauf und dann kann der Kunde das halt auch kaufen und so weiter. Ne? Also das verkaufe ich jetzt zum Beispiel für 27 Euro. Das heißt, es bleibt immer 20 Euro übrig und das habe ich sehr schnell gemacht. Und in dem Fall sind jetzt keine Affiliate-Links drin, aber bei vielen Produkten sind noch Affiliate-Links drin. Was machen wir jetzt? Posten zum Beispiel Pinterest-Pins, ne, für das Produkt. Und wir versuchen da jetzt Traffic drauf zu bekommen, erstmal auf unser eigenes Produkt. Das macht auch sehr viel Sinn. Und übrigens, diese Bilder sind auch alles mit KI erstellt, ne? Sieht man auch so ein bisschen. Ne? Und so, da bin ich jetzt gerade ein paar Sachen am Testen. Und ja, aber zum Beispiel hier, diese Bilder sind ja dann einfach mit Canva erstellt. Ne? Wichtig ist, ich würde echt immer gucken, dass die Produkte im Marktplatz sind, damit ich die E-Mail-Adressen bekomme der Affiliates. Das ist einfach sehr, sehr geil. Ne? Es melden sich Affiliates an, die dein Produkt bewerben wollen und du hast die E-Mail-Adresse. Das ist nämlich der absolute Bonus-Hack. Und mit Quentin hast du die Möglichkeit, Quentin und Digistore zu verbinden, dass jemand, der sich bei Digistore anmeldet als Affiliate und möchte dein Produkt bewerben, die E-Mail-Adresse fliegt sofort hier rein und du kannst einen Funnel bauen für die Affiliates. Natürlich kannst du dann auch ab und zu mal sagen, hey, guck mal hier, du bist ja sowieso Affiliate, guck mal, das ist ein tolles Tool, das ist ein tolles Programm für Affiliates. Deshalb würde ich dir Quentin da empfehlen, weil die Schnittstelle ist sehr genial und es funktioniert auch für Anfänger und so. Alle Links packe ich dir unten rein, kauf gerne die Produkte bei meinen Links, wenn du weitere Fragen hast zu dieser Taktik und so weiter. Unter meinen Videos oder auch im Shop gibt es zurzeit auch irgendwo hier unten Coaching-Angebote. 15 Minuten Coaching für 25 Euro und 60 Minuten für 99 Euro. Gerade im Angebot, es ist auch unter diesem Video hier verlinkt, dann helfe ich dir gerne bei dieser Strategie weiter auszubauen und weitere Nischen zu finden und so weiter, weitere Produkte zu finden. Und rein theoretisch, guck mal, wir sind jetzt hier bei 17 Minuten und wir sind schon fast fertig mit der ganzen Taktik und da kannst du einfach mal mehrere E-Books an einen Tag rausbringen, die dann listen und wie gesagt, man kann das auch noch ein bisschen verfeinern, auch mit KI-Fotos kann man dann hier reinpacken und natürlich auch mehr Affiliate-Links und so weiter. Ne? Immer mal wieder halt das Produkt, was man hier empfiehlt, zum Beispiel hier bei E-Mail-Marketing oder so, könntest du natürlich auch hinten, hey, nutze bitte Quentin dafür oder so. Das funktioniert einfach sehr einfach und das ist eine sehr, sehr gute Taktik und du hast einfach so eine eierlegende Wollmilchsau und hast dann auf einmal, wenn du das ein paar Monate machst, hast du hunderte E-Books online, hunderte E-Books, wo Affiliates dann auch Werbung für dich machen und wo du auch mit jedem E-Book einzeln Geld verdienen kannst. Und wenn du dann auch noch ein bisschen clever bist und suchst dir aktuelle Nischen aus, die gerade rauskommen und du holst dir vielleicht auch noch oder ein bisschen Nischen unterwegs, wo es dann halt sehr hohe Provisionen gibt, Bitcoin, Immobilien und. Du kannst dir zu allen Sachen dann halt Reports erstellen. Und ich finde die Taktik sehr, sehr geil. Und ich habe damit schon den einen oder anderen Euro verdient, obwohl das ja nicht mein Hauptbusiness ist. Ja. Also, wenn du magst, gerne natürlich ein Abo dalassen. Ich würde mich natürlich echt freuen. Auch ein Kommentar. Wie findest du die Taktik? Soll ich weitere so Taktiken machen und so weiter? Zeit ist ja natürlich hier immer so ein bisschen begrenzt. Ich bin schon wieder heiser. Und ja, guck auch gerne bei Ungefragt TV raus und ich freue mich auf deinen Kommentar. Ich bin raus. Ciao.